Hallo meine Lieben, ich habe gestern meinen Ofen geputzt. Viele waren so begeistert davon, dass ich nicht viel geschrubbt habe. Deswegen haben sie mich gebeten, eine kleine Anleitung dazu zu machen. Da mein Ofen hier jetzt schon sauber ist, habe ich noch mein dreckiges Backblech und das sieht richtig dreckig aus. Was wir jetzt machen, ist ganz einfach. Ihr braucht euren ganz normalen Ofenreiniger. Ich nehme den hier. Ich habe jetzt hier eine Frischhaltefolie. Und jetzt drehen wir das Blech auf der anderen Seite. Auf der Rückseite ist ja genauso dreckig. Dann schütteln wir unseren Reiniger gut. Und jetzt sprühen wir die Fläche ein. Wenn die Fläche eingesprüht ist, drehen wir es um und legen das Ganze auf die Folie. Das mit der Folie ist wichtig, dass euer Reiniger nicht austrocknet, weil sobald er austrocknet, verliert er einfach seine Reinigungskraft. Deswegen die Frischhaltefolie. Eine Freundin von mir nimmt auch einen Müllbeutel, der geht genauso. Im Ofen mache ich es auch mit Frischhaltefolie. Hauptsache, euer Reiniger trocknet nicht aus. Und jetzt packe ich die Oberseite auch noch ein. Mein Backblech ist jetzt richtig schön eingewickelt, dass nichts verdampfen kann. Das Ganze muss jetzt am besten über Nacht einwirken, dann erzielt ihr den besten Effekt. Ihr könnt es natürlich auch mit Töpfen machen, also mit dem Boden von Töpfen und eben mit dem Ofen. Und das lasse ich jetzt wie gesagt einwirken. Dann tun wir das mit Spüliwasser schön auswischen. Ich habe das Ganze jetzt 24 Stunden einweichen lassen, weil ich früh keine Zeit hatte, mein Blech zu putzen. Wir machen jetzt die Folie ab. Jetzt zeige ich euch gleich, wie schön das abgeht. Ich habe hier einen Eimer mit Spülwasser und einen Schwamm und einen kleinen, fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Und jetzt nehmen wir den Schwamm mit Spülwasser und gehen übers Blech. Und ihr seht, ich muss gar nicht schrubben. Also die Flecken lösen sich ganz einfach auf. Ich meine, das ist der Beweis. Ihr seht, ich habe nicht getrickst. Solltet ihr noch ein stärkere Flecken haben oder es nicht lang eingeweicht haben, dann könnt ihr auch ein bisschen Stahlwolle nehmen. Die habe ich auch da. Das ist aber so weiche Stahlwolle. Dann könnt ihr drüber gehen. Und dann seht ihr, dann gehen die Flecken auch weg. Also, ich habe euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Ich mache jetzt das Blech komplett sauber, damit das komplett saubere Blech ist. Also ich finde, das Blech sieht aus wie neu. Und genauso geht es mit dem Ofen oder auch Töpfe, je nachdem, was ihr halt dreckig habt. Ich mache beim Ofen, also wenn der Ofen gereinigt ist und wenn ich dann alles ausgewischt habe, dann mache ich den mal ganz kurz an, auf 150 Grad oder so 10 Minuten, damit auch wirklich alles rausgetrocknet ist. Also ich hatte so bis jetzt noch nichts, dass ich irgendwas ausdünsten muss, aber ich weiß von einer Freundin, die hat gesagt, sie lässt ihren Ofen dann 2 Stunden ausdünsten. Auch wirklich keine Chemikalien oder sonstiges mehr drin ist. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Bioprodukte, Backpulver, Zitronensäure oder was man so zum Ofenreinigen nimmt, benutzen. Ich nehme halt immer diesen Sprühschaum, weil ich das einfacher finde. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Tschüss!